glaube, ich kann sagen, dass die Diskussion in der Tat sehr offen, sehr ehrlich, sehr frei gewesen ist, diese Atmosphäre ausgesprochen gut gewesen ist und dass wir doch eine Reihe von Fortschritten erreichen konnten in der Klärung der Wege, wie wir zu einem verstärkten Klimaschutz kommen. Mit amerikanischen Vertretern weiß, dass sie ein hohes Interesse an Erhalten. Leitendes Prinzip muss sein, Klimaschutz mit nachhaltiger wirtschaftlicher Entwicklung zu verbinden. Und übrigens, das ist nicht nur das Interesse der Entwicklungsländer, sondern natürlich auch in der Industrienation. Sie alle kennen die Diskussionen in Europa oder in Deutschland. Es geht in Wahrheit auch immer darum, wie kriegt man die Balance zwischen Klimaschutz hin und wirtschaftlicher Entwicklung und wie schafft man dabei ein Ergebnis, das unsere Kinder und Enkelkinder nicht dramatisch in ihren Lebenschancen gefährdet. Eine Bemerkung am Ende der Debatte gewesen, die Amerikaner gemacht haben. Ich muss der Fairness halber darauf hinweisen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika heute an zwei Punkten dieser Einigkeit widersprochen haben. Summit, dieses Meeting zu beenden mit einer Abschlusserklärung. We believe that that it's important that there be a number of tools to use to in the toolbox of addressing global climate change, and we also agreed that as environment ministers, we're not finance ministers, and that the financial discussions really need to be in the broader context of with the finance ministry, and so that was the point of the disagreement. Our focus is, and as we discussed today, is that there are a number of tools. Targets are one tool. Some of the mandatory programs that we've put in place in the United States, as well as voluntary programs, are another tool. And that was recognized by all the ministers, that there are a variety of ways to achieve the common goal, and that's reducing greenhouse gas emissions, not only in the United States, but around the globe.